Hallo, ich bin Dennis Matthias und heute habe ich dir Punktestadt im englischen originalen Point City mitgebracht aus dem Hause Flatout Games-AEG. Ist ein Kartenspiel für 1 bis 4 Spieler im Alter von 10 Jahren oder darüber mit einer angegebenen Spieldauer von 15 bis 30 Minuten. Das ist im Prinzip ein Nachfolgetitel, wenn man so möchte, von Punktesalat. Und ich gehe jetzt mit dir einmal zum Tisch und zeige dir, wie man es spielt. Willkommen in der Punktestadt. Ich habe dir jetzt hier ein Zweispielerspiel aufgebaut. Normalerweise werden hier abhängig von der Spielerzahl noch Karten raussortiert. Da war ich jetzt so faul zu. Ich habe einfach alle Karten aufeinander gepappt. Das sind Karten von 3 verschiedenen Tiers, von 3 verschiedenen Level. Level 1, dann befinden sich in der Mitte die Level 2 Karten und ganz unten befinden sich die Level 3 Karten. Wir spielen das Spiel so lange, bis der Markt nicht mehr von diesem Stapel aufgefüllt werden kann. Wie gesagt, nicht erschrecken, normalerweise ist dieser Stapel kleiner. Das Spiel ist ganz einfach erklärt. Also wir draften immer 2 orthogonal aneinander grenzende Karten, also nicht diagonal. Diese dürfen entweder Ressourcen oder Gebäude sein. Auf der Rückseite dieser Ressourcenkarten befinden sich Gebäude. Die sind allerdings am Anfang des Spiels alle auf ihrer Ressourcenseite. Jeder Spieler hat eine Joker-Ressource noch. Das sind Civic-Token, die können wir im Laufe des Spiels erwerben. Optional dürfen wir, wenn eine Zeile oder Spalte komplett aus Ressourcen besteht, diese komplett umdrehen auf die Gebäudeseite. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir suchen uns jetzt hier eine Zeile aus und drehen das auf die Gebäudeseite. Jetzt dürfen wir 2 aneinander grenzende Karten draften. Würden wir ein Gebäude draften, so müssten wir das direkt bezahlen können. Als Beispiel könnten wir hier diesen Minigolfkurs nehmen, der ein Blatt und so ein Zahnrad benötigt. Wir könnten nämlich da oben entweder das Blatt nehmen oder unten das Zahnrad, gemeinsam mit diesem Minigolfplatz, und könnten unsere Joker-Ressource-Karte dafür nehmen. Das wäre jetzt allerdings natürlich schon ziemlich vergeudet. Deswegen nehmen wir jetzt einfach einmal diese beiden Blätterkarten hier und die nehmen wir uns dann zusätzlich mit auf die Hand. Jetzt wird da oben diese Auslage erneuert. Und es werden hier Karten hingelegt mit der anderen Seite von wie die Karten, die vorher lagen. Lagen Ressourcen, werden hier Gebäude hingelegt. Hätten hier Gebäude gelegen, würden wir jetzt Ressourcen hinlegen. Um sich das zu merken, gibt es hier auch diese Marker. Da kann man dann sagen, ob da eine Ressource lag, ob es da ein Gebäude lag. Aber das ist so schnelllebig, das Spiel, die braucht man eigentlich nicht. Das heißt, wir legen jetzt hier 2 Gebäude aus. Jetzt wären entsprechend die anderen Spieler dran. Dadurch würde sich jetzt der Markt natürlich verändern. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind an der Reihe. Und jetzt machen wir das einfach mal, draften diesen beiden Karten hier und müssen jetzt ein von unseren Blättern auf den Ablagestapel legen, hätten jetzt den Minigolf-Parcours. Das kommt in unsere Hand. Das kommt in unsere Auslage und das gibt uns jetzt dauerhaft ein Blitzsymbol, das wir jetzt immer zur Verfügung haben. Jetzt wird hier eine Ressource hingelegt, weil der Minigolfplatz hier lag. Da lag eine Ressource. Es wird erst aufgedeckt, wieder ein Minigolfpark. So, es gibt eben Gebäude, die uns dauerhafte Ressourcen geben. Es gibt Gebäude, die uns Siegpunkte geben, wie jetzt hier beispielsweise dieses Vogelhäuschen, das wird uns direkt 4 Siegpunkte geben. Aber es gibt auch Gebäude, die uns einen Civic-Token ziehen lassen. Diese Civic-Token, das sind die da in der Auslage und die geben uns im Prinzip Siegpunktbedingungen für das Spiel. Es gibt Token, die geben uns einfach ganz schnöde, beispielsweise 7 Siegpunkte. Es gibt aber auch so welche, die geben uns beispielsweise 2 Siegpunkte für alle Gebäude, die wir errichtet haben, die uns ein dauerhaftes Blatt geben würden. Oder aber 3 Siegpunkte für alle Kombinationen Blatt und Münze und so weiter. Hier würden wir 4 Siegpunkte bekommen für jeden fehlenden Ressourcentyp an dauerhaften Ressourcen, die wir bei den Gebäuden nicht haben und so weiter. Im Laufe des Spiels, wie gesagt, arbeiten wir sie durch diesen Stapel. Dann kommen irgendwann diese Tier 2 Karten. Die sind dann auch mächtiger. Ich schaue jetzt einmal, das sind alles noch Tier 1 Karten. Dann gibt es dann zum Beispiel solche Doppelressourcen. Es gibt dann auch weitere Joker-Karten, die wir ziehen können. Die Gebäude werden dann mächtiger. Wir brauchen natürlich eben auch mehr Ressourcen, um diese zu bezahlen, etc. Und so bauen wir uns dann im Laufe des Spiels einmal hier ein Tableau auf mit dauerhaften Ressourcen. Wir suchen uns selbst unsere Siegpunktbedingungen aus und versuchen auch über die Gebäude
an Siegpunkte zu kommen. Das ist im Kern Punktestadt. Unser Punktesalat als einfaches, nettes Spiel für zwischendurch ja schon immer sehr gut gefallen war. Ein Kartenspiel mit einem Drafting-Mechanismus, wo man sich so Gemüsesorten draftet und ebenfalls auch Karten, mit denen man selbst die Siegpunktbedingungen am Ende des Spiels festlegt. Und deswegen haben wir gesagt, gucken wir uns jetzt Punktestadt mal an, was das denn so kann. Ja, und dann hat uns Punktestadt echt total überrascht, weil es einfach nochmal ein Stück mehr ist als Punktesalat. Und noch mal ein bisschen mehr Spieltiefe bietet. Es ist nach wie vor ein einfaches Spiel, es ist ein einfaches Drafting-Spiel, aber mit einer wirklich tollen Marktauslage, die sich nämlich halt die ganze Zeit dynamisch eben halt auch verändert. Und dadurch bin ich ständig im Spiel, weil ich die Marktveränderung beobachte und schon überlege, was werde ich denn jetzt in meinem nächsten Zug machen, weil es so schnelllebig ist und ich sehr schnell wieder an Zug bin. Und im Prinzip während der Züge der anderen Spieler schon gedanklich meinen nächsten Zug vorbereite. Und deswegen bin ich wirklich die ganze Zeit im Spiel. Wie gesagt, das Spiel ist eben halt so lebendig und dynamisch durch diese verändernde Marktauslage. Ich baue mir eben halt auch ein Tableau auf, was ich richtig toll finde, dass ich hier Ressourcen habe, die ich mir dauerhaft aufbaue. Gleichzeitig muss ich eben halt auch gucken, dass ich mir möglichst diese Chips hole, um mir Siegpunkte aufzubauen. Wirklich tolles Spiel. Das einzig Nervige ist, diese Marktauslage immer wieder zu erneuern, einfach aus dem Grund, je nachdem, ob deine Ressource oder ein Gebäude lag, wird es ja ersetzt mit der jeweils anderen Seite. Lag da also vorher eine Ressource, wird ein Gebäude hingelegt. Und dadurch, dass es so schnelllebig ist, tendieren Spielern auch schon mal dazu, zack, zack, sich die Karten wegzunehmen. Da muss man nachhalten, Moment, wo lag denn jetzt die Ressource, wo lag das Gebäude als Beispiel? Das kriegt man alles hin. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo man dann eben halt sagt, oh, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Und das nachzuhalten ist immer so ein bisschen nervig. Das ist aber das Einzige, was man irgendwie so negativ über Punktestadt sagen kann, ist ansonsten wirklich ein wirklich schönes Spiel. Vor allen Dingen, weil es sich in 15 bis 30 Minuten runterspielt. Bei uns dauert das eher so 30 Minuten. Also 15 Minuten ist ein bisschen arg ambitioniert. Ich habe es aber noch nicht solo gespielt. Vielleicht trifft 15 Minuten auch auf das Solo-Spiel zu. Wir haben es zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt und da kommt man immer so an die 30 Minuten ran. Als einfaches Drafting- und Tableau-Building-Spiel macht es wirklich sehr, sehr viel richtig und deswegen 8 von 10 Punkten für Punktestadt. Dann hoffe ich, dir hat die Rezension hier gefallen. Schreib doch gerne mal in die Kommentare dieses Videos, wie dir Punktestadt gefällt und wenn du Punktesalat auch kennst, welches von diesen beiden Spielen dir denn besser gefällt. Dann danke ich dir fürs Zusehen und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao!